Okay, und wir haben schon wieder morgen. Dann ist ganz da lang der Verkehr doch mal. Fahren nochmal durch, Leute. Täte mich nerven. Rum mit das Kutsch. Und du kannst das, die Kutsch das die ganze Zeit, das kannst du jetzt auch. Du hast das jetzt nicht innerhalb von dem Ende da verlernt. So, grober runter und Feuer frei. Ich habe gesagt, grober runter. Liebe das, wenn das Ding nicht mache, was ich mir sagen. Es kann sich ja sein, dass ich mir vorher nicht hoch gemacht habe. Wir haben auch gar nicht stehen gelassen. Unser Kollege, der fährt brav vor sich hin. Das gefällt mir bei dem Spiel. Genau, Hund, roll mal ab. Das gefällt mir bei dem Spiel, diese Weitsicht. Fahren wir da noch einmal kurz und quer drüber. Das passt schon. Ich bin ja kein Profibauer. So richtig gut. Stolz auf mich. Oh Gott, ist das eine schiefe Linie. Das ist Wellemuster. Gut, fahr doch mal die Strecke. Ich müsste mich mal kurz auf mein Handy gucken. Ja, ich habe mich mal kurz auf Pause gedrückt. Ich finde das hochinteressant. Ich fahre jetzt hier nur hin und her. Das ist total unspektakulär, total. Ja, ein echter Bauern, das machen wir. Die damit ja Lebensunterhalt, okay? Aber ich mache das hier jetzt eigentlich nur, weil ich. Ja, Corona. Und auch wenn da auch jetzt 14.999 stehen, das ist nicht mein Geld. Ich spiele schon, aber ich könnte mir davon jetzt kein neuer Computer kaufen. Trotzdem fahre ich jetzt hoch runter und freue mich. Mich würde mal interessieren, irgendwann muss ja mal irgendjemand gesagt haben, lass uns ein Landwirtschaftszimmer machen. Wo ich jetzt persönlich als Entwickler gesagt hätte, ey, ob da bestimmt ganz, ganz viele Menschen. Scheiße. Weil die ja nichts Besseres zu tun haben, wie in ihrer Freizeit sich auf den Traktor zu hocken und auf dem Feld vor und zurück zu fahren. So, ich sag Landwirtschaftssimulator 25 draus, oder kommt jetzt raus. Also es gibt 25 Teile davon, deshalb gehe ich mal stark davon aus,
auch mit der Community, dass es doch Leute gibt, die das total toll finden. Ich tue es ja auch. Es ergibt sich mir nur nicht so ganz. Ja. Wo jetzt der Reiz daran liegt, jetzt mit diesem Traktor die ganze Zeit nur runter zu fahren. Klar, wenn es ums eigene Feld geht, zu überlegen, ey, kann ich vielleicht doch auch die Sorte noch drauf pflanzen oder was pflanze ich oder wann pflanze ich oder walze ich's oder kubber ich's oder ja, okay, das ist schon interessant, wenn du dann am Schluss noch Kohle kriegst, aber trotzdem irgendwie merkwürdig, oder? Da ist es sogar beim Supermarkt-Simulator mehr los. Es gibt ja auch den Holzfäller-Simulator. Bauarbeiter-Simulator, das müsste ich manchmal erraten, da habe ich nämlich Erfahrung. Hatte mal einen Tiefbauplan. Ob man da die ganze Aufträge anguckt, wenn man. Achschisch. Das war ein Zeichen. Aber ich sag mal, deshalb wundert es mich auch nicht, warum bei stärkeren Unwetter die Straße wegschwimmen und so. Ich habe da so meine Erfahrungen. Ey, obwohl ich nicht deaktiviert. Jetzt. Ich das schon. Wie ihr seht, so viel ist es nicht mehr. Gut, das ist aber am Kuber, der hat ja Fläche. Also von außen sieht es aus, als würde ich Snake spielen. Wer erinnert sich noch dran? Snake auf dem N5010. Das war doch, das war auch, das war noch Zeit. Das war noch Zeit. Weil fällt mir auch gerade ein, muss ich mal was zu meinem jüngsten Kind sagen. Wir haben bei uns so die Regel, Smartphones oder sowas gibt es erst ab der 5. Klasse, also wenn sie nicht mehr in der Grundschule sind. Und ja, war so, weil wir haben jetzt keine Kinder mehr, die in diesem Alter wären. Ich werde auch keine mehr kriegen, die in diesem Alter. Nein, das tue ich mir nicht noch mal. So. Nun war es aber so, bevor wir, also bevor mein jüngstes Kind aus der Grundschule raus ist, ja, sind wir umgezogen. Nicht weit, nur zwei Orte weiter. Und deshalb haben wir sie auch nicht aus ihrer Grundschule rausgeholt. Das war noch ein Jahr oder so, oder ein Jahr. Habe dann gesagt, das ist ja Blödsinn. Ich fahre sie dann morgens rüber. Okay, gut. Früher war es dann so, wenn irgendwas war, konnte sie runtergelaufen, also von der Schule nach Hause gelaufen. Da das dann aber nicht mehr ging, sie es irgendwie erreichen können sollte, haben wir gesagt, kriegt sie eben vorher ein Handy. Aber kein Smartphone, sondern sie bekam jenes hier. Ja, das ist noch. Links, das benutze ich jetzt als, das ist mein Support-Telefon. Wenn jemand wegen meiner Software Probleme hat, dann ruft er immer da an. So. Und, ja, mit dem Handy kann man technisch gesehen außer telefonieren und vielleicht eine SMS schreiben, nichts machen. Da kannst du keine Apps installieren und gar nichts. Gut, wir waren also der Meinung, das ist ja nur dafür, dass unsere Tochter uns im Notfall kontaktieren kann. Dass sie dann wahrscheinlich, wenn wir ihr das geben, sagen, ist ja aber kein oder keine Ahnung.
Das ist toll. Er hat herausgefunden, dass da Spiele drauf sind. Er hat dann hinten im Auto gesessen, wenn ich sie abholen bin, und hat gezockt. Die alten Spiele, sowas wie Snake und ich weiß gar nicht, was da wirklich drauf ist. Und sie war total happy mit diesem Ding. Und als ich dann gesagt, also als es bei mir dann darum ging, dass ich telefonisch auch erreichbar sein sollte für die Kundschaft und das nicht immer alles über mein Handy machen möchte, habe ich dann gesagt, oh, wir haben ja noch das alte vom Dana darum hier. Sagt die Doktor, das ist meins, da musst du mich fragen. Was? Ja, das ist ihr Handy. Während die meisten Kids heutzutage eine Bindung an ihr mobiles Telefon haben von es muss das aktuellste sein, ansonsten ist es scheiße, hat mein Kind gesagt, das ist ihr Handy, das ist ihr Klapphandy. Und wenn ich das was mache ich denn? Und wenn ich das benutzen möchte, dann sollte ich sie vorher bitte fragen. Da habe ich sie gefragt und sie hat gesagt, klar, aber eben ist es ihr Handy. Und sie ist dann nach wie vor stolz drauf, dass das ihr Handy ist, obwohl sein altes Klapphandy ist, mit dem man nichts machen kann. Das hat mich echt stolz gemacht. Und dann meine andere Tochter ist Leia, die die Horror am Freitag und so kennen, also gucken, die kennen die ja. Meine Kleinste auch, also so manches, ja, egal. Die hatte auch ihr erstes Smartphone. Die hat über Tipps, über Tricks hat es dann geschafft, eine App mehrfach drauf zu machen. Und dieses Handy hatte weder Speicher noch Prozessorleistung. Und das Bild, der Bildschirm war auch mies. Das hat die uns gar nicht gesagt. Die hat das wirklich das allerletzte aus diesem Handy rausgequetscht. Und als ich dann, glaube, es ging darum, wir haben dann vom Handyvertrag umgestellt auf Prepaid, weil jetzt mal ganz im Ernst, ich bezahle im Monat 7,99 € und ich habe 8 GB frei und all net flat. Vorher habe ich für, ich glaube 3 GB und all net flat und das als über 30 € bezahlt, weil es Vertrag war. Jetzt mal ganz im Ernst, wann das für Blödsinn. Ich weiß es übrigens auch nicht, ob der Vertrag doch schon abgeschlossen ist. Könnte man auch mal gucken. Ja, speichert doch mal schneller. Ja, er ist doch schon längst abgeschlossen. Komm, weg, dann kommen wir nämlich. So. Düngen für 12. Ah ja, das machen wir doch. Brauchen wir da. Nee, braucht nicht. Wir haben Düngemaschine. So. Okay, lass mich mal doch kurz gucken. Ich hab grad gemacht, das Ding. Okay, zwar eine interessante Nachricht, aber nicht die, die ich gewonnen habe. So. Du fährst, du. Ja, Motor starten. Wo müssen wir hin? Guck mal eigentlich. 76. Das ist doch immer. Das heißt, wir fahren jetzt nach links und fällt 80 vorbei. Ja, da muss man durchkommen. Bis hin auf die Straße. Kommt mal. Dann einfach Richtung Norden. Nee, was jetzt? Hui! Heide Witzka! Das haben wir doch toll gemacht, oder? Ich glaube, Sandy hat jetzt nichts bekommen.
Okay, das ist jetzt scheiße. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wie kriegt man das jetzt wieder geregelt? Kann man nicht das Fahrzeug irgendwie zurücksetzen? Oh, was jetzt? Jetzt sind wir ganz falsch. Da wollte ich scrollen. Kamera, Kamera, Kamera. Schwieriges Lied. Ja, klar. Ich mache nochmal das Radio an. Schon habe ich Dings. Urheberrechtswarnung. Textfenster ausblenden. Laden, Helfer, soll ich Helfer engagieren? Abkippen, anhängen, ansteigen. Wechsel rechts klicken. Umschalt links und gar. Speicheln. Ducken, springen. Baumodus, beschleunigen. Oh. Einsteigen, abkippen, sinken, laden, Helfer, Arbeitsmodus, ne? Frontlader, Frontlader dranhängen, hätte, haben wir auch nicht. Fahren haben wir auch nicht. Wir pausieren, Mini-Händler, Karte, Charakterstellung, Auswahl, Screenshot speichern, Chat, Bildtext. Herzskalierung, Herzkupplung, Gang, Licht, Blinker, Warnblinker. Warnblinker könnte man vielleicht jetzt noch aus dem Keypad. Spiel zurücksetzen. Das wollen wir nicht. Bestarten, Spiel beenden. Scheiße. Ah, da war doch noch Traktor. Stillstand, Unkraut, Schutz, Helfer, Spritverbrauch, Anhänger, Füllenlimit, Stopp und Go. Dünger, Mist, Schnee, visuelle Effekte, oh, Verkehr. Will pausieren, Anhänger, Füllen, Spritverbrauch. Hoch, ah, okay. Nicht halb drücken. Kein Feld gefunden. Aber die kann man doch Auftrag erteilen. Wie sind wir? Was machen wir dann? So. Stopp erstellen. Feldarbeit, freie Fahrt. Ja, habe ich mal in einem Video gesehen. So, jetzt brauchen wir ein. Die Position wäre. So. Hier bin ich das nicht abgucken. Ui. Ich gehe jetzt zum Etrischer Rolle. Haben wir uns ganz einfach. Aber ich würde sagen, das machen wir dann neu. Revision. Daumen, Kommentare, Discord, Clouds. Ansonsten sehen wir uns dann morgen. Tschüssi, Leute.